Low-Code ist nur ein Hype. Das war das Feedback von einem Entwickler 2016, als ich das erste Mal mit einem Low-Code-Anbieter, in dem Fall mit der Neptune, in Kontakt getreten bin. Low-Code ist das nächste Pferd, auf dem die IT-Welt reitet. 2018 gibt es das nicht mehr. Wohin der Hype geführt hat, versuche ich heute ein bisschen näher zu bringen. Warum steige ich mit dem Satz ein? Weil wir auf ganz vielen Kongressen und Tagungen immer wieder hören, wir müssen die Anwender einbinden. Wir müssen mitdesignen, mitgestalten, Papierprototypen, soweit es geht, den Anwender von Anfang an mit ins Projekt einbeziehen und nicht erst das Endprodukt zu präsentieren. Dass es ja nicht nur den Anwender gibt, sondern es gibt auch die Entwickler, die am Ende mit dem Werkzeug arbeiten müssen. Und diese müssen auch eingebunden werden in diese Entscheidungsfindung, dass Low-Code strategisch das Unternehmen voranbringen kann. Und das muss man halt vielen Entwicklern klar machen, dass es nicht das Beschneiden der eigenen Fertigkeiten ist, sondern das ist die Unterstützung, die mich viel schneller von A nach B bringt. Und zwar viel, viel schneller. Ja? In den ersten Jahren haben wir darüber geredet von 30% schneller. Ich glaube, ich weiß nicht, es ist deutlich mehr als 30%, auch wenn es schwer zu messen ist. Was ja Neptune macht mit der Low-Code-Plattform ist ja, das vereinfachte Entwickeln von schönen Frontend-Oberflächen, ja, individualisiert auf die Bedürfnisse des Anwenders. Und ich habe euch auch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Francesco Puglisi. Ich leite für die Infosoft Höchst das IT-Team, was zuständig ist für alle Instandhaltungssysteme und die mobilen Systeme. 2016, als ich gestartet bin, war ich noch nicht der IT-Leiter. Damals hatte ich eine andere Aufgabe und die Aufgabe war gewesen, ich schaue auf dem Markt nach einer Instandhaltungslösung, was es gibt. Und im Rahmen der Ausschreibung haben wir uns dann für Neptune entschieden, weil es eben keine Instandhaltungslösung ist, sondern eben eine Lösung für alle. Ja, sie bauen eine Basisapplikation, die verteilen sie aber gar nicht, sondern bauen dann für jede Basisapplikation eine Extension. Ich bin ziemlich stolz, dass es nochmal 40 mehr sind als auf der Agenda dargestellt. Ich habe ja nochmal einen Link hinterlegt und da sind ein paar Projekte nochmal genauer erläutert, als ich jetzt in 22 Minuten machen kann. Standardisierte Auftragsabwicklung. Also, das Prinzip ist, oder die Architektur ist, es gibt eine Basis-App und abgeleitete Apps. Und diese abgeleiteten Apps haben halt so eine Teilmenge der Funktionen, die benötigt werden. Wir haben jetzt hier also eine Basis-App, ja, die besteht aus diesen drei Funktionen, die wir in der IT nach Diskussionen als gemeinsamen Nenner für die meisten Fachbereiche einsortiert haben. Also, die wahrscheinlich von allen benötigt wird. Und die Apps, die dann verteilt werden, sind aber diese Enhancements oder Erweiterungen. Und hier sieht man dann, man kann Funktion 1 bleibt unverändert, Funktion 2 wird ein bisschen angepasst, vielleicht noch ein Feld mehr für den Fachbereich, Funktion 3 wird einfach ausgeblendet, Funktion 4 wird dazugebaut. So Dinge machen wir als einfach einen Service-Request über Ticket. Ja, und bei uns ist ein Ticket alles, was weniger als 5 Tage Aufwand bedarf. Also ist das wirklich Auftragsabwicklung für einen Fachbereich. Je nachdem, 1 bis 3 Tagen, wie viel die wollen, ist das Ding ausgerollt. Geht wirklich super fix. Nochmal ein Beispiel, Erweiterung 2. Die wollen vielleicht nur die Funktion 1 haben und alle anderen Funktionen werden einfach ausgeblendet. Sollten wir irgendwann eine Funktion haben, die für alle relevant ist, wird die einmalig in diese Basis-App eingebaut und automatisch an alle anderen Applikationen vererbt. Beim Testen und beim Warten hat es den Vorteil, ich muss jede Funktion nur einmal testen, egal in welcher Applikation. Und bin dadurch viel, viel schneller. Also für uns ist das in der IT eine mega Arbeitserleichterung. Beispiel für so Enhancements, wir sehen jetzt hier eine Vorgangsliste von einer standardisierten Auftragsabwicklungsapplikation. Das sind so Wippen neben dieser Planzeit, 0,3 Stunden. Und der Fachbereich sagt, unsere Handwerker sollen nur Plan-Cache-Ist buchen, keine anderen Daten, keine anderen Zeiten. Das heißt, da wird die Lippe gedrückt, dann kann er unten speichern und dann werden 0,3 Stunden gebucht. Keine andere Funktion. Ja. Also wir haben mehrere Launchpads, nicht nur eins. Hier sehen wir jetzt einmal die elektronische Arbeitsfreigabe, aber ich starte erstmal mit dem Störbuch. Ja. Das besteht aus mehreren Applikationen, wie ich gesagt habe. Und was man hier ganz cool darstellen kann, ist, das ist hier immer betriebsbezogen und diese Meldungsanlage wird zu 99% mobil durchgeführt. Das erhöht die Arbeitssicherheit immens und auch die Performance, weil so eine Arbeitsfreigabe benötigt mehrere Unterschriften und viel Spaß beim Suchen, weil der Betriebsleiter ist nicht immer im Büro,